Weiter geht's bei Dawn of Man heute am 24.12. Und ich wünsche euch übrigens auch allen, je nachdem wann ihr das guckt, eine frohe Weihnacht. Und ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch. Die gute Nachricht ist, wir werden mindestens eine Folge im nächsten Jahr noch spielen. Die schlechte ist, das nächste Jahr beginnt leider nicht am 25., sondern erst in ein paar Tagen. Meine Weihnachtspause beginnt. Dawn of Man und Surviving the Aftermath werden in dieser Zeit nicht gezeigt, aber von beiden Let's Plays gibt es mindestens eine Folge noch am 3. Januar. Also, ihr Lieben, weiter geht's. Wir haben den Händler und ich hatte es schon mal gesagt, ich werde jetzt anfangen, hier ein paar Minuten zu überspringen, wenn es langweilig wird, damit wir uns nicht zu sehr langweilen und damit es auch spannend bleibt. Und genau das werden wir jetzt machen. Aber erstmal gucken wir, dass wir ihm hier das Holz abluchsen. Das würde ich nämlich gerne nehmen. Und ja, ansonsten, Kupfer können wir auch nochmal nehmen, aber weiß ich nicht. Also das Holz ist, denke ich mir, doch relativ wichtig. Das können wir wirklich gegen irgendwas eintauschen. Was ist denn das Kupfer? Komm, das kostet auch 3. Hülsenfrüchte hätte ich ansonsten genommen. Kann ich ein paar Steine für haben, ne? Ganz ehrlich, die geben wir immer hier ein paar Steine. Da brauchen wir momentan nicht so viel von. Ein paar Knochen kann er dafür haben. So, dann hat er hier noch ein paar Knochen. Was können wir noch mitnehmen? Wolloutfits brauchen wir nicht. Hacken brauchen wir auch nicht. Können wir so ein Lederoutfit noch mit reinpacken? Ja, da kriegt er noch einen Knochen mit oben drauf. Passt. Alles klar. Nehmen wir uns das Holz mit. Und mein Bester, dann kannst du auch schon wieder gehen. Dann machen wir auf volle Geschwindigkeit. Und ein Schaf hat sich eine Krankheit zugezogen. Okay. Das würde ich tatsächlich... Ah, ich kann das nicht schlachten. Scheren, okay. Naja, mal gucken, ob die das überleben. So, jetzt sind wir übrigens bei einer Auslastung von 126%. Das passt erstmal. Wir haben noch 9 Holz. Hier wird weitergebaut. Und dann würde ich übrigens auch hier in dem Bereich direkt eine Palisade... Na Quatsch, keine Palisade, sondern eine hölzerne Plattform bauen. Ja, das finde ich gut. Einmal dahin bitte. Und ich würde auch noch eine weitere Änderung machen. Ich möchte gerne bei unserem Wagenmacher 2 weitere Wege in Auftrag geben. Wir haben nämlich genug Esel tatsächlich. Ja, wir haben 9 Esel. Also das ist kein Problem. Wir bleiben mal bei den Karren. Und jetzt gehen wir doch mal in die Pause und machen einmal 4 Wegen bitte. Das sollte dann auch passen. Okay, einmal ein bisschen langsamer. Und jetzt müssen wir uns noch um eine andere Sache kümmern. Wir haben nämlich tatsächlich sehr wenig Schafe wieder. Und jetzt müssen wir vor allen Dingen auch mal ein bisschen rumschauen, ob wir wieder irgendwo Schafe finden. Das sind eher Wildschweine. Davon haben wir genug. Muffalons. Wenn du das Tier jagst, ein Technologiepunkt, Knochen. Ist ein Muffalon... Ist ein Schaf. Ja. Okay. Also, das können wir jagen. Also, Muffalons. Wir merken uns, Muffalons können wir jagen. Das wäre möglich. Was sind die jungen Muffalons hier hinten? Junge Muffalons wären gut. Die fangen wir bitte mal. Wildschweine brauchen wir wahrlich noch nicht. Oh, das sind Pferde. Ja, wir könnten auch... Kühe könnten wir uns auch holen. Insofern das möglich ist. Dann haben wir 4 Muffalons. Was haben wir hier hinten? Rentiere. Den können wir tatsächlich nichts anfangen. Da sind noch ein paar Muffalons. Da nicht. Das sind Bären. Mit denen können wir auch nichts anfangen. Das ist ein Steinbock. Okay, vielleicht haben wir mit denen schon mal Glück. Was ist das hier? Ein Auerochse. Aber die Ochsen mit den... Ah, schade. Mit den Ochsen können wir auch noch nichts anfangen. Was ist denn hier hinten? Das sind Bisons. Den auch nicht. Okay, dann müssen wir da noch ein bisschen warten. Vielleicht holen wir uns da einfach mal 2 Tiere vom Händler, wenn er dann wieder da ist. Gut. Weiter geht's. Dann können sie jetzt tatsächlich mal die normalen Aufgaben abarbeiten. Und ich würde tatsächlich ansonsten jetzt diesen Bereich hier priorisieren. Dass wir tatsächlich hier weitermachen. Und wir haben tatsächlich auch schon hier diese Bereiche. Gut.
abgeholzt. Ja, also das brauchen wir tatsächlich auch alles für unsere, für unsere Sachen. Und Moment, was haben wir hier? Ah, Esel haben wir genug. Esel haben wir genug. Okay, das ist also auch nicht so das Problem. Also wir machen erstmal den Bereich fertig. Denn ich habe so das Gefühl, dass, und da gehen wir wieder so ein bisschen ins Thema Spiel-KI, dass die irgendwie immer so ein bisschen rotiert. Ich könnte schwören, der nächste Angriff kommt von hier. Aus dem Bereich oder von hier hinten. Aber das sehen wir dann. Okay, gut. Hier wachsen jetzt tatsächlich ein paar Bäumchen. Dich fällen wir. Die Buche auch. Also alle Bäume, die kein Tannin geben, die kommen weg. Nicht tanningerechte Bäume, die können alle abgeholzt werden. So, das sind Birken. Die können hier tatsächlich auch weg. Nee. Die Eiche nicht. Aber ihr hier könnt weg. Dich bitte. Dich auch. Du auch. Und dich bitte. Du kannst auch weg. Und ich weiß nicht, ist dann noch einer? Nee, das war's, glaube ich. Okay, sehr schön. Das sieht gut aus. Dann machen wir hier auch weiter. Und da ist tatsächlich noch eine Sollbruchstelle drin. Ah, da kommt er. Mit seinem Holzstamm. Sehr schön. Und als nächstes würde ich tatsächlich mal schauen, dass wir... Wo ist denn hier der Hinkelstein hin? Da, dass wir die Megalithen, die wir haben... Wir haben ja insgesamt zwei Stück. Einmal dort. Und wir müssten theoretisch noch einen haben. Da können wir das Ganze auch mal benutzen. Und da hinten ist der nächste Megalith. Dass wir diese Megalithen dann benutzen, um ein weiteres Grab hier zu bauen. Das hatte ich ja überlegt, dass wir das hier oben bleiben. Und da sind ja nicht mehr, also wir haben nicht mehr allzu viel Platz für Leichen. Das ist ein Problem tatsächlich. Und die sollen ja auch nirgendwo einfach rumverrotten. Das ist ja auch geradezu unschön. Und deswegen werden wir hier so ein Dolmengrab bauen. Das würde ich tatsächlich, wenn es geht, irgendwo in diesem Bereich gerne auch weiterbauen. Möchte auch gerne hier hinten, aber ich habe so die Befürchtung, dass es hier zu uneben ist. Ah, das wird, glaube ich, nichts hier. Könnten das hier hinbauen. Wie sieht es denn hier oben aus? Da könnten wir das hinsetzen, ne? Haben wir denn hier vorne ein Tor geplant? Ja. Wir machen das. Wir setzen das da oben hin, das Grab. Das ist zwar außerhalb der Räumlichkeiten bei uns, aber das ist nicht so schlimm. Das finde ich nicht so schlimm. Was haben wir denn da? Bäumchen. Ach, sehr gut. Die können wir auch abholzen. Wenn es denn soweit ist. Okay, volle Geschwindigkeit. Wir kontrollieren derzeit mal unsere Waren und vor allen Dingen müssen wir auch neue Häuser planen. Und holzmäßig sieht es gut aus. Feuersteinmäßig ist unsere Mine halt am Laufen, aber ja, ist noch ein bisschen was drin. Wir könnten dann überlegen, dass wir hier oben noch eine neue Mine machen, aber da kann er auch erstmal so, da kann er auch erstmal so ab. Ach, nee, das haben wir, entschuldigt bitte, das haben wir schon leer gemacht. Da muss er da tatsächlich so weitermachen. Okay, bevor der Händler wieder weggeht, ich will jetzt tatsächlich erstmal hier kontrollieren. Also Megalithen haben wir. Dann sollten wir die jetzt alle zum Transport vorbereiten. Einmal dich bitte. Einmal dich bitte. Und einmal dich bitte. Gut. Dann war das Thema. So, dann gucken wir mal hier. Also Steine haben wir erstmal genug. Da würde ich tatsächlich langfristig die hier abbauen. Da können wir schon mal ein Gebiet setzen. Beziehungsweise sagen, dass er das dort machen soll. Leder haben wir noch genügend. Stroh wird tatsächlich zunehmend ein Problem. Bei uns tatsächlich. Wir sind zwar beim Backen gut mit dabei, aber wir haben tatsächlich ein Strohproblem, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir doch relativ viele Tiere haben und da müssten wir tatsächlich gucken, dass wir dort mehr hinkriegen. Also es reicht noch, bloß wir müssen halt jetzt auch davon ausgehen, wenn wir jetzt noch mehr Tiere haben, dann wird es wirklich kritisch. Also 50, 60 Leute können wir versorgen, aber alles darüber hinaus haben wir tatsächlich zu wenig dann. Jetzt machen wir erstmal den Händler, fertigen den erstmal ab. Und er hat die Roggendomestizierung dabei.
Tja, vielleicht haben wir irgendwas. Wir könnten ihm eventuell Fischereiwerkzeuge geben. 375 hohe Kommission. Boah, das ist eher ärgerlich. Nee, viel will ich tatsächlich noch nicht haben. So, was hat er denn alles? Wie sieht es mit dem Fleisch aus? Holz könnten wir ihm auch abkaufen. Das wären 384. Wir hätten die Möglichkeit, ihm zu geben. Oh, Angeln? Oh ja. Dann geben wir ihm 5 Angeln. Oder sogar 6. Kriegt alle Knochenharpunen. Beziehungsweise eine lassen wir mal sicherheitshalber übrig. 6 Messer, 6 Bögen. Ja, dann können wir ihm 2 davon geben. Und davon welche? Eine Hacke, eine Axt. Äxte müssen wir dann bei Zeiten auch mal wieder produzieren. Ansonsten, was haben wir noch? 63, 84. Ein bisschen brauchen wir noch. Ah, die Klamotten bringen jetzt nicht so viel. Dann packen wir einfach noch einen Kupferspeer oben drauf und einmal Getreide. So, also bei 84. Und dann können wir tatsächlich die Roggendomestizierung schon machen. Zack. Sehr schön. Und das finde ich tatsächlich ziemlich gut. Dann werde ich nämlich, was haben wir denn hier? Wir haben hier Gerste, Emmer und Einkorn. Jetzt müssen wir mal in die Hilfe gehen. Produziert ein Stroh und ein Getreide. Hier auch ein Stroh, ein Getreide und Gerste produziert ein Stroh, ein Getreide. Ja, warum sollte ich denn überhaupt mehr pflanzen? Was bringt uns denn der Roggen? Ich frage mich halt gerade, ob das überhaupt irgendeinen Bonus bringt, außer dass das hier auf einem Feld schöner aussieht. Ansonsten können wir uns nämlich das Roggen anpflanzen auch sparen. Aber wir schauen mal. Haben wir es? Produktion. Das war das Falsche. Einmal dort. Jetzt hätten wir hier den Roggen. Ich will einfach mal sehen, wenn wir hier ein Feld hinsetzen. Was bringt denn der Roggen? Auch nur eins. Krankheitsresistenz 15%. 15% einer zusätzlichen Ressource zu produzieren Getreide. Erntesaison Herbst. Pflanzsaison Frühling. Herbst, Frühling. 50%. 50% Chance einer zusätzlichen Ressource zu produzieren. Stroh, okay. 25% Chance eine Ressource zu produzieren. Getreide. Und Einkorn bringt uns krankheitsresistent 25%. Die ist gegen Krankheiten resistent. Okay. Das heißt, der ist sehr resistent gegen Krankheiten. Das ist gut. Emma bringt uns mehr Getreide mit einer 25-prozentigen Chance. Gerste bringt uns 50-prozentige Chance auf mehr Stroh. Und Roggen bringt uns mehr Getreide. Also ganz ehrlich, dann ersparen wir uns tatsächlich den Roggen. Das ersparen wir uns und pflanzen noch ein wenig Gerste aus. Das finde ich tatsächlich dann doch ein bisschen sinnvoller. Und jetzt hoffe ich mal, wenn wir diese Bäume hier wegholzen, dass wir hier hinten dann noch ein bisschen Gerste produzieren können. Okay, gut. Haben wir das auch geklärt? Dann gehen wir jetzt auf Geschwindigkeit 8 und die Kühe ziehen wieder ab und wir sehen uns wieder, wenn etwas passiert. Macht's gut, bis gleich. So, da bin ich wieder und wir sind mittlerweile im Herbst angekommen und sie haben die Mauer fertiggestellt. Das bringt mich dazu, dass wir auch hier jetzt weitergehen können, dass wir die nächsten beiden Abschnitte priorisieren und dass wir auch hier vorne unsere hölzernen Plattformen hinsetzen. Ich würde tatsächlich eine hier in die Ecke setzen und einsetzen wir hier vorne zum Tor. So, und ich habe hier vorne auch gesagt, sie können da wieder ein paar Bäume abholzen und wir können tatsächlich auch mal hier drüben irgendwann sogar mal weitermachen mit den Bäumchen. Bei dem Wildschwein ja. Wir sind übrigens auch noch bei 33 Fleisch. Also auch da müssen wir tatsächlich jetzt mal ein Jagdgebiet setzen. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass wir es nochmal machen müssen. Aber da kommen wir nicht drum rum. Deswegen setzen wir tatsächlich, man kann sich auch nur nicht vom Gemüse ernähren. Also zumindest nicht in dem Spiel.
Einmal ein Jagdgebiet bitte. Das machen wir ein bisschen größer. Dann aktivieren wir mal die Ursicht. Wir sollten jetzt mittlerweile wieder genügend haben. Da ist genug. Hier hinten. Ach, hier hinten ist auch mehr als genug. Vielleicht ein Bärchen. Ja. Einmal dahin bitte. Da haben wir genug zu jagen. Wunderbar. Dann können Sie hier auch ein paar Tiere sich holen. Und das sieht ganz gut aus, würde ich sagen. So, die nächste Ecke, die wir halt schließen müssen, ist hier. Aber ich will tatsächlich erstmal diesen ganzen Bereich hier zumachen. Und ganz ehrlich, dann machen wir jetzt hier... Nee. Wir priorisieren nicht mehr. Nein, das machen wir nicht. Da hätten wir eventuell Probleme. So, als nächstes brauchen wir auf jeden Fall hier unsere Häuser. Das hatte ich ja auch gesagt. Und ich würde tatsächlich gucken, dass wir wirklich einen ganzen neuen Bereich anbauen. Und da würde ich gerne mit den Wohnhäusern gerne hier hinten starten. In dem Bereich. So, einmal dort starten. Den Baum lassen wir mal stehen. Das finde ich hier schön. Hier schön unter dem Wohnhaus in die Richtung. So, das sind drei weitere. Und in die Mitte kommt auch wieder das Gleiche, was wir bei dem anderen auch schon hatten. Das finde ich nämlich auch immer ganz schick. Da werden wir auch dort bitte... Gucken wir mal bei Produktion ein Lagerfeuer in die Mitte. Ja, wir machen das mal da vorne hin. Und ansonsten Handwerksschuppen brauchen wir nicht, einen Heutetrockner. Das ist alles hier im Industriegebiet, also dieses Pseudo-Industriegebiet. Heutetrockner sieht eigentlich auch ganz gut aus. Das passt auch soweit. Was könnten wir denn da noch bauen? Eine Stall, also normalerweise war es ja so, dass man tatsächlich die Ställe hier zwischen hatte. Das ist historisch gesehen eigentlich so gewesen, dass die Ställe und die Wohnhäuser zusammen waren. Man hatte quasi ein Wohnhaus und an diesem Wohnhaus dran angegliedert waren in der Jungsteinzeit, das war die Zeit, wo wir vorher waren, dann der Stall angegliedert. Das hat man ja zum Teil heute auch noch. Diese alten Bauernhöfe, die seit Hunderten von Jahren stehen, das ist im Prinzip auch so dieser Gedanke gewesen. Du hast das Haus, dann das Bauernhaus, wo das Vieh drinne war und dann hast du direkt die Sachen, wo du dann Korn und sowas angepflanzt hast. Das ist im Prinzip ja alles ein großer Bereich. Wir haben das jetzt aber aufgrund der, so wie man heute modern denkt, Sachen, habe ich das hier ein bisschen getrennt. Das ist aber historisch gesehen tatsächlich nicht so gewesen. Also der Aufbau des Dorfes ist eher, wenn man das mal so sagt, sehr modern. Du hast hier das Wohngebiet, hier hast du die Stallungen, hier hast du die Industrie, wo sie dann wirklich gesammelt hingehen, arbeiten, dann wieder nach Hause gehen, um so vielleicht auch die Wege kurz zu halten. Historisch gesehen war das tatsächlich alles durcheinander. Ne? Also der Heutetrockner stand direkt neben dem Haus und... Das war bei weitem nicht so schön sortiert wie hier. Das wollte ich auf jeden Fall nur nochmal sagen. Also das war tatsächlich bei weitem nicht so. Okay, gut. Dann können wir aber trotzdem hier... Also richtig viel haben wir ansonsten nichts mehr, ne? So eine Hütte will ich da jetzt auch nicht unbedingt bauen. Lager bauen wir auch nicht. Produktion. Was anderes machen wir... Nee, das lassen wir so. Das ist okay so. Gut. Da muss hier ein Haus repariert werden. Und wir haben auch tatsächlich relativ lange keine Leute mehr bekommen. Aber das wird schon. Jetzt machen wir erstmal hier weiter. Jetzt wurden hier wieder Tiere geschlachtet. Was ich übrigens gerne wieder hätte, wären Schafe. Denn Schafe beim Händler vielleicht, wenn wir dann Glück haben. Schafe, mein Freund. Ach, schade. Du hast aber Fisch dabei. Fisch, Moment, der hat ein bisschen was zu essen dabei. Fische haben wir genug. Fleisch, wenn du was hast. Brote haben wir auch genug, Käse auch. Also wenn ich ehrlich bin, brauchen wir eigentlich nichts so richtig. Lederoutfits haben wir auch genug. Nee, dann leider nicht. Ich hätte ein paar Schafe hätte ich genommen, aber ansonsten leider nicht. Das tut mir leid. Gut, dann schauen wir mal weiter. Und hier vor ist das hier. Ach, das ist unser Schweinchen, was hier jetzt, oh Gott, geschlachtet wird für unser Wohlergehen. Naja, ist ja auch eine schöne, ist ja auch eine Sache für unser Wohlbefinden. Ein neuer Mensch ist beigetreten. Ja, sehr schön. Da sind wir bei 56. Wir müssen halt echt neue Häuser bauen, denn das ist momentan echt ein kleines Problemchen. So, getrockneter Fisch. Sehr gut. Jetzt gucken wir mal in die Technologie rein. Wir haben nämlich hier alles erforscht. Wir brauchen jetzt 20 Forschung und dann sind wir in der Bronzezeit. Aber bevor wir in der Bronzezeit sind,
will ich auf jeden Fall die Mauern hier fertig bauen. Das ist mir wichtig. Und jetzt ist die Belastung zu hoch. Wir schauen nochmal. Hülsenfrüchte haben wir genügend. Fleisch sind wir auch dran, ihr Lieben. Und dann sehen wir uns wieder, wenn etwas passiert. Kurze Pause. Wir haben den Winter überstanden und die nächste Palisadenstufe ist fertiggestellt. Und das sieht mittlerweile schon ganz gut aus, außer... Oh Gott, hier vorne ist noch ein Loch drin, ne? Das ist ja peinlich. Das müssen wir tatsächlich mal schließen. Und einmal da vorne bitte. Zack. Und nach Möglichkeit auch mit der notwendigen Priorität. So, wir haben noch 24 Holz und ich möchte gerne hier vorne weiterbauen. Einmal jetzt den Bereich hier fertigstellen. Zack. Dann können wir das alles mal priorisieren. Und ich möchte auch gerne weitere Karren bauen. Wir gehen hier tatsächlich mal bei der Grenze. Das war das Falsche. Gehen wir mal auf... Na, 10 Karren sind mir zu viel. Wir machen erstmal 5 Karren. Und auf jeden Fall bauen wir dann noch so ein Ding. Das setzen wir noch nach. Das setzen wir nebenan den Transportposten. Den bauen wir einmal dahin. So, und jetzt ist der Händler angekommen. Jetzt müssen wir vorher mal gucken, was wir gebrauchen können. Fleisch noch nicht. Wenn wir es bekommen, eventuell wieder ein Schaf. Wir gucken aber erstmal, was er hat. Ah, Ziegen. Ziegen brauchen wir doch nicht. Wie sieht es mit dem Stroh aus? Ja. Stroh ist tatsächlich kritisch. Mittlerweile. Und wir hatten ja auch gesagt, dass wir ein neues Feld bauen wollen. Wir haben nämlich ja das Problem, dass wir mehr pflanzen müssen. Wir brauchen nämlich Gerste. Auch das mit dem... Also wir haben tatsächlich sehr viel Getreide. Wir können ihm Getreide verkaufen. Eventuell auch mehr Mehl und mehr Brot machen. Das könnte man nämlich auch nochmal produzieren tatsächlich. Dass wir hier eine weitere... Nicht den Gerber, das ist Quatsch. Einen weiteren Mörser hinbauen. Einmal dahin. Ja, das sieht gut aus. Und wir brauchen aber auf jeden Fall eben hier jene Gersteproduktion. Weil wir brauchen ganz, ganz, ganz dringend mehr Stroh. Gerade bei unseren aktuellen Tieren. Und da bleibt eigentlich nur noch die Ecke hier hinten übrig. Bei unserem kleinen Dörfchen. Und dann hoffen wir mal, dass das hinreicht. Ansonsten müssen wir tatsächlich auch das Ganze nach außen verlagern. Das war ja auch früher tatsächlich üblich, dass man die Bauernfelder eher außerhalb gemacht hat. Das müssen wir dann mal sehen. Aber jetzt machen wir erstmal die Gerste hier hin. Schauen wir mal. Ja. Größer geht's nicht. Maximale Feldgröße. Einmal Gerste bitte. Und das wird auf jeden Fall auch alles priorisiert. Und ihr bitte auf jeden Fall auch. Hier ist tatsächlich auch alles priorisiert. Ja, alles klar. Sehr schön. Gut. Hier vorne, bei denen bin ich mir übrigens nicht ganz sicher, ob wir das Abbauen hier noch aus einem Feld heraus aktivieren müssen, mit einem Arbeitsgebiet. Ich mache das sicherheitshalber mal. Nee, müssen wir nicht. Okay, es sind also keine wilden Pflanzen. Gut. So, dann gehen wir jetzt mal zum Händler und ich würde sagen, dass wir tatsächlich ein bisschen Stroh nehmen von ihm. Das wäre mir wichtig. Auch nur 4 hat er. Ja, ansonsten haben wir ja eigentlich alles, ne? Leder, wie sieht es mit Leder und Klamotten aus? Ach, mehr als genug. Leder könnten wir vielleicht ein bisschen was nehmen, aber... Guck mal, die 4 Stroh nehmen wir. Na, mehr brauchen wir nicht. Wir geben ihm davor ein bisschen Getreide. Rausche Stroh gegen Getreide. Ansonsten brauchen wir... Also wir brauchen ja eigentlich nichts. Wir gucken mal die Feuersteinmesser. Ja, wir haben genug von allem. Wir nehmen die. Das reicht. Mehr nehmen wir nicht. Okay, gut. Passt. Sehr schön. Und was ist das hier? Ah, die müssen gemolken werden. Okay, gut. Volle Geschwindigkeit. Und dann gucken wir mal, dass wir die Mauern heute noch fertig bekommen. In der Folge. Das wäre mir tatsächlich doch wichtig. Jetzt gehen wir nochmal die Fische durch. Hier ist auch schon leer gefischt. Zumindest da hinten. Dann versetzen wir dich bitte auch einmal. Nein, ich wollte dich nicht entfernen. Ich wollte dich eigentlich nur versetzen. Einmal noch Fisch dahin. Und 2 Leute.
So, und neue Leute sind gekommen. Das liegt natürlich auch daran, dass wir jetzt hier Häuser haben. Deswegen kommen jetzt hier neue Leute. Wir können eigentlich auch direkt ein neues Haus bauen. Eine Hütte bitte. Ja. Dahin. Genau. Ich wollte gerne, dass ja hier nochmal eine kleine Siedlung am Wasser und dann hier vorne vielleicht noch eine kleine Siedlung. Oder wir ziehen einfach hier diesen Bereich größer. Das weiß ich noch nicht genau. Das werden wir dann sehen. Auf jeden Fall haben wir hier jetzt unser Korn und wir bräuchten eventuell noch ein paar Sicheln. Das sollten wir mal Kupfersichel. Wie viele Sicheln haben wir dann eingestellt hier? Insgesamt. Beziehungsweise, wir gucken mal hier. 100% befindet sich momentan 44 in deiner Siedlung. Das Limit beträgt 44 Einheiten. Und wie viel haben wir insgesamt an Werkzeugen? 15 Feuersteinsicheln. Das sind aber nur noch die, die übrig sind, ne? Genau, das sind nur noch die, die übrig sind. Die Leute, die hier arbeiten, müssten nämlich auch alle eine haben. Das müsst, die müssten eigentlich auch nicht mitzählen dann. Okay, gut. Das sollte eigentlich passen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das tatsächlich jetzt... Nee, die ernten ja das hier. Genau. Das Problem ist halt im Herbst. Im Herbst muss die Ernte hier eingefahren werden. Das wird sehr viel. Jetzt schauen wir mal hier rein. Ja, Mörser gebaut. Sehr schön. Aber wir müssten wahrscheinlich auch ein weiteres Getreidelager bauen oder ein weiteres Nahrungsmittellager. Das würde ich hoffentlich... Ja, es passt genau dahin. Sehr gut. Wunderbar. Perfekt. So, wie sieht es hier aus? Da sind wir auch schon was zu. Oh, wunderbar. Was hat er hier? Er muss repariert werden. Sehr gut. Okay, da ist ein Aussichtsturm. Hier vorne will ich eigentlich nichts bauen. Dann können wir tatsächlich schon gucken, dass wir hier hinten weiterbauen. Einmal priorisieren, bitte. So, da können wir dann weitermachen. Und das Haus wird auch schon gebaut. Und, oh Leute, unsere Steine sind auf dem Weg. Oh, ist das cool. Und wenn die nächsten Baustellen abgeschlossen sind, bin ich wieder für euch da. Bis gleich. Da bin ich wieder. Und das hier, ihr Lieben, das sind nicht unsere Leute. Das ist der nächste Räuberangriff, der mittlerweile schon eine ganz andere Dimension annimmt. Hier sind mittlerweile 2, 4, 6 Leute mit Kupfersperren. Die sind schon nicht leicht. Mit großen Äxten und mit Pfeil und Bogen. Und sie kommen von dieser Flanke genau auf unsere fertige Mauer und auf unsere hölzerne Plattform. Das sieht also ganz gut aus. Der Bereich ist fertig. Wir sind leider hier noch nicht ganz fertig geworden. Ich habe mir erlaubt, bereits die Sachen hier zu priorisieren, der Bereich. Und auch das ist noch nicht ganz fertig geworden. Auch hier setze ich jetzt mal für uns die Priorisierung. Und ob wir diesen Räuberangriff hier überleben werden und wie es mit unserer niedlichen Siedlung weitergeht, da seht ihr im nächsten Jahr, ihr Lieben. Ich wünsche euch ein besinnliches Weihnachtsfest, wenn ihr es feiert, und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns mit der nächsten Folge wieder am 3. Januar. Also macht's gut, bis dahin, euer Strategiener. Ciao, ciao.